Alles bleibt so, wie es ist. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dieser EZB-Entscheidung-Sondersendung. Schon oft hatten wir diese Sondersendung zur Zinsentscheidung der EZB mit diesen Worten begonnen, so auch diesmal. Und wie so oft liegt das Gewicht dann auf der anschließenden Pressekonferenz, wenn Mario Draghi, der Chef der EZB, ins Detail geht und Aussagen macht zum Abstimmungsverhalten, zu den Einzelthemen, zur Konjunkturentwicklung, zur Entwicklung der Inflation. Aktienanleger, Devisenanleger und Anleihenanleger gleichermaßen spitzen dann die Ohren, hören ganz genau hin, hoffen auf Anzeichen dafür, wie die Geldpolitik der EZB in den kommenden Monaten aussehen mag. Und gemeinsam mit unseren Experten werden wir diese Pressekonferenz begleiten und gewissermaßen dechiffrieren, was Mario Draghi sagt. Also für Sie hinter die Kulissen schauen. Und das sind zunächst einmal die Fakten. Die EZB belässt den Leitzins unverändert bei 0,5%. Auch der Spitzenrefinanzierungssatz und der Satz für Bankeinlagen der EZB bleiben unverändert, also bei 1,25 bzw. 0%. Die Experten, wie gesagt, hatten das im Vorfeld so erwartet. Die Konjunktur im Euroraum schwächelt zwar weiter, die 17-Euro-Länder stecken aber inzwischen nicht mehr ganz so tief in der Krise, nachdem sich die Rezession im ersten Quartal etwas abgeschwächt hat. Zitat, die Wirtschaftslage im Euroraum ist nach wie vor schwierig, aber Anzeichen einer möglichen Stabilisierung sind zu erkennen. Zitat Ende. Das hat der EZB-Präsident Mario Draghi Anfang der Woche in Shanghai gesagt. Wie gesagt, gemeinsam werden wir diese Pressekonferenz für Sie begleiten, die demnächst in Frankfurt beginnt. Und wir gehen mal nach Frankfurt in unser Frankfurter Studio. Dort begrüße ich Andreas Scholz, unseren Chefreporter. Andreas, worin liegt denn eigentlich dieser besondere Charme dieser heutigen Zinsentscheidung? Ja, er liegt nicht oder er lag nicht an der Entscheidung über die Leitzinsen selber. Die Mehrheit hatte hier recht, die Leitzinsen bleiben also zunächst unverändert. Aber die große Frage ist und bleibt einfach die, war's das mit den Zinssenkungen oder kommt da möglicherweise noch etwas? Wie pessimistisch wird Draghi jetzt gleich auf der PK klingen? Und darauf werden wir dann wieder achten. Wir werden jedes Wort auf die Goldwaage legen, wir beide, und dann schauen, ob der Tenor, ob das sogenannte Wording sich verändert hat zur Pressekonferenz vor einem Monat in Bratislava. Also das Thema Wachstum wird eine große Bedeutung spielen. Wir bekommen die neuen Projektionen für das Wachstum für dieses Jahr und für 2014 und auch die Projektionen für die Preise 2013 und 2014. Und dann natürlich, und das ist dann charmant, die Frage, wie geht's weiter mit den sogenannten unkonventionellen Maßnahmen, also das, was nicht mehr klassische Geldpolitik ist und wo man sagt, die EZB hat quasi ihr Mandat längst verlassen. Sie ist immer mehr zur FED geworden oder auch zur Bank of England. Kritiker sagen, sie sollte mehr tun in dieser Richtung. Andere sagen, nein, sie macht da schon viel zu viel. Die Frage ist, was bringen diese unkonventionellen Maßnahmen? Welche Risiken gehen mit diesen einher? Und was kann die EZB eben auf diesem Gebiet noch tun? Da liegt, glaube ich, die Würze in dieser Pressekonferenz. Ich habe ja eingangs gesagt, nicht nur auf die Anleihenmärkte, nicht nur auf die Aktienmärkte muss man schauen, auch auf die Devisenmärkte. Der Euro ist jetzt wieder mal geklettert über 1,31. Er war ja zuletzt bei 1,36 gewesen, ist schon ein paar Tage her und da hatte Draghi dann über die negativen Folgen eines teuren Euro lamentiert. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, sind wir jetzt eigentlich so in der Komfortzone, zumindest aus Sicht der EZB. Ist das richtig? Ja, wir hatten diese Diskussion vor quasi jetzt einem Vierteljahr. Da waren wir bei 1,37, 1,38. Draghi hat den Euro ja selber noch befeuert mit seinen Aussagen, die ja damals noch viel zuversichtlicher klangen, was die Konjunktur anbelangte. Und dann ging der Euro noch Richtung 1,38, 50 weiter und kam erst dann wieder zurück. Ist dann abgetaucht unter die 1,30. Wir waren ja erst noch vor kurzem bei 1,28. Aber in den letzten Tagen gewinnt der Euro gegenüber allen Währungen, nicht nur gegenüber dem US-Dollar. Er gewinnt auch gegenüber der norwegischen Krone, gegenüber dem kanadischen Dollar, dem Aussie-Dollar und auch natürlich gegenüber dem Yen. Wir liegen jetzt zum US-Dollar bei 1,3111. Wir haben auch heute wieder leicht zugelegt. Das wird ganz spannend sein. Wir werden nachher schauen, wie der Euro reagiert. Er könnte fester reagieren, wenn das Thema Zinssenkungen vom Tisch ist, wenn auch heute dafür keiner gestimmt hat, wenn man nicht wirklich viel darüber diskutiert hat, wenn man auch sagt, 0%, das war's, wir gehen beim
Einlagesatz nicht runter in den negativen Bereich. Das wäre Euro positiv. Euro negativ wäre, wenn er zu negativ klingt, was die Konjunktur ist, wenn er noch negativer klingt als vor 4 Wochen und wenn er sagt, es gab Stimmen im Rat für eine Zinssenkung auch heute und wir behalten uns eine weitere Zinssenkung vor. Wenn er das zu häufig sagt oder zu stark betont, also diese Tür weiter noch aufmacht für eine weitere mögliche Zinssenkung, dann wäre das eher ein Risiko auf der Unterseite. Das könnte dann den Euro belasten. Und das wäre auf der anderen Seite aber positiv für den Aktienmarkt. Da haben wir das Thema Droge, da haben wir das Thema sozusagen billiges Geld, wo die Börsianer ja jetzt befürchten, dass so langsam zumindest der Geldhahn angefasst wird, noch nicht zugedreht wird, aber dass dieses Tapering so langsam beginnt. Und das ist natürlich, und das wäre Gift für die Stimmung an den Aktienmärkten. Wir werden also auf beides heute schauen, sowohl auf die Reaktionen beim DAX als auch auf die Stimmung am Devisenmarkt. Apropos schauen, mit einem Auge sind wir natürlich immer auf unserem Monitor. Wir gucken da in den EZB-Tower und ja, fast wie aufs Stichwort, wenn ich das richtig sehe. Die Tür geht auf, Andreas, und Mario Draghi kommt rein. Jetzt geht's natürlich erstmal los mit ein paar Fotos. Diese Dramaturgie der Pressekonferenz ist ja eigentlich immer die gleiche, nur die Zeitpunkte sind immer so ein bisschen verschieden. Worauf müssen wir jetzt da ganz besonders achten? Ja, das ist richtig. Er scheint heute fast pünktlich zu sein. Trichet war immer pünktlicher, der kam immer um kurz vor halb schon rein. Und dann ging es wirklich, das war richtig französisch, dann ging es um halb los. Das ist so ein bisschen südländischer, will ich mal sagen, mit Draghi. Also was das Timing anbelangt. Ansonsten ja, der Rhythmus ist immer der gleiche. Es gibt die Ouvertüre ganz am Anfang. Das sind so 1-2 Minuten, wo alles nochmal ganz kurz zusammengefasst wird. Also das Einführungsstatement. Wenn ich merke, da tut sich irgendetwas, da hat sich was Großartiges verändert, dann gehen wir beide ganz schnell rein. Dann kommt das Thema Inflation und monetäres Umfeld und das Thema Wachstum. Dann wird das nochmal zusammengefasst und dann beginnt die Q&A, also die Frage- und Antwortrunde. Da werden wir auch noch beide reinhören. Dann bleibe ich dran, dann gibt es die Börsenschaltung und dann fassen wir hinten nochmal alles zusammen. Also wir wollen heute den Zuschauer mitnehmen in diese PK und versuchen in Echtzeit diesen Draghi zu hinterfragen und vor allen Dingen zu analysieren. Also hören wir mal rein, was da jetzt im Eurotower passiert. Dankeschön, Andreas Scholz, und wir geben gleich ab zu den Eurotower, Mario Draghi mit seiner Pressekonferenz. Analysen beschlossen wir, die EZB-Leitzinsen unverändert zu belassen. Neuere Informationen bestätigten unsere Bewertung, die zu unserem Zinsschritt Anfang Mai geführt hatte. Der unterschwellige Preisdruck im Euroraum sollte mittelfristig verhalten bleiben. Auch die monetäre und insbesondere die Kreditdynamik bleibt verhalten. Mittelfristige Inflationserwartungen für den Euroraum bleiben weiterhin fest verankert im Einklang mit unserem Ziel, die Inflationsraten knapp unter 2% zu halten. Gleichzeitig zeigen neuere Daten aus Wirtschaftswahrnehmungserhebungen eine gewisse Verbesserung, ausgehend von einem niedrigen Stand. Unsere akkommodante monetäre Politik gemeinsam mit signifikanten Veränderungen auf den Finanzmärkten seit Mitte 2012 sollte zu einer Unterstützung der Aussichten für die Wirtschaftserholung im weiteren Verlauf des Jahres beitragen. Vor diesem allgemeinen Hintergrund wird unsere Geldpolitik akkommodant bleiben, und zwar so lange wie notwendig. In der nächsten Zeit werden wir sehr aufmerksam alle Informationen zur wirtschaftlichen und monetären Entwicklung prüfen und jegliche Auswirkung auf Ausblick und Auswirkungen der Preisstabilität prüfen. Betrachten wir unsere Bewertung nun ausführlicher. Zunächst die Wirtschaftsanalyse. Das reale Bruttoinlandsprodukt schrumpfte um 0,2% im ersten Quartal 2013 nach einem Rückgang von 0,6% im vierten Quartal 2012. Das bedeutet, dass die Produktion nun 6 konsekutive Quartale zurückgegangen ist und die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt schwach bleiben. Jüngere Entwicklungen in diesen Daten aus der Wirtschaftswahrnehmungsstudie zeigten eine gewisse Verbesserung, allerdings ausgehend von einem niedrigen Stand. Im weiteren Verlauf dieses Jahres und im Jahr 2014 sollte das
Exportwachstum im Euroraum von einer Erholung der globalen Nachfrage profitieren, während Inlandsnachfrage von unserer akkommodanten Geldpolitik gestützt wurde und durch jüngere reale Einkommensteigerung aufgrund der niedrigeren Ölpreise und der allgemein niedrigeren Inflation. Signifikante Verbesserungen auf den Finanzmärkten seit letzten Sommer sollten sich außerdem auf die reale Wirtschaft auswirken, sowie die Fortschritte bei der Haushaltskonsolidierung. Gleichzeitig müssten die notwendigen Bilanzanpassungen im öffentlichen und im privaten Bereich die wirtschaftliche Tätigkeit belasten. Die Wirtschaftsaktivität sollte sich im Euroraum stabilisieren und eine Erholung zeigen im Verlauf des Jahres, wenn auch langsam. Diese Bewertung spiegelt sich auch in der makroökonomischen Vorausschau der Eurosystem-Mitarbeiter vom Juni 2013 für den Euroraum wieder. Hier ist von einem jährlichen Real-BIP-Rückgang von 0,6% 2013 und einem Anstieg von 1,1% 2014 die Rede. Im Vergleich zu diesen Hochrechnungen des EZB-Personals vom März 2013 ist die Hochrechnung für 2013 geringfügig nach unten korrigiert worden. Das spiegelt auch die Aufnahme der jüngsten Bruttoinlandsproduktsdaten wider. Für 2014 gibt es eine geringfügige Korrektur nach oben. Der EZB-Rat stellt weiterhin Abwärtsrisiken für die wirtschaftlichen Aussichten für den Euroraum fest. Dazu gehören eine schwächere als erwartete Inlandsnachfrage und auch globale Nachfrage und langsame, unzureichende Umsetzung der Strukturreformen in Euro-Mitgliedsländern. Nach den Blitzhochrechnungen von Eurostat betrug die HIV-Inflation im Euroraum 1,4% im Mai 2013 nach 1,2% im April. Dieser Zuwachs ist insbesondere zurückzuführen auf einen Anstieg der Dienstleistungspreise, was mit dem Abklingen des Ostereffekts zu tun hat, und einem Anstieg der Lebensmittelpreise. Im Allgemeinen, wie letzten Monat auch schon gesagt, sollten Inflationsraten Gegenstand einer gewissen Volatilität sein im Verlauf des Jahres, insbesondere aufgrund der Basiseffekte im Zusammenhang mit Energie- und Lebensmittelpreisentwicklungen vor 12 Monaten. Abgesehen von dieser Volatilität sollte der unterschwellige Preisdruck mittelfristig verhalten sein. Ein Hinweis auf die geringe Kapazitätenauslastung und einem bescheidenen Wirtschaftswachstum. Mittelfristig bleiben die Inflationserwartungen fest verankert in Einklang mit unserer Preisstabilität. Diese Bewertung spiegelt sich auch in den makroökonomischen Aussichten der Eurosystem-Mitarbeiter vom Juni 2013 für den Euroraum wider. Hier ist von einer HVPI-Inflation von 1,4% die Rede und 1,3% im Jahr 2014. Der Vergleich mit den März-Hochrechnungen der EZB-Mitarbeiter zeigte eine Korrektur nach unten der Inflationsaussichten für 2013. Das hat wieder hauptsächlich mit den fallenden Ölpreisen zu tun, während sich die Hochrechnungen für 2014 nicht verändert haben. In der Bewertung des EZB-Rats sind die Aussichten für die Preisentwicklung alles in allem ausgewogen, und zwar mittelfristig, mit Aufwärtsrisiken, die sich auf einen stärkeren als erwarteten Zuwachs der administrierten Preise und der indirekten Steuern beziehen, höhere Warenpreise, während die Abwärtsrisiken eher aus einer schwächeren Wirtschaftstätigkeit kommen. Denn die monetäre Analyse, die jüngeren Daten bestätigen, dass die unterschwellige breite Geldmenge insbesondere und auch die Kreditexpansion weiterhin verhalten bleiben. Das Jahreswachstum der breiten Geldmenge stieg im April um 3,2% nach 2,6% im März, was vor allem auf die Basiseffekte und Spezialfaktoren zurückzuführen ist.
Die gleichen Faktoren beeinflussten die jährliche Zuwachsrate des engen monetären Aggregats M1, das von 7,1% im März auf 8,7% im April anstieg. Zuwachs der Kredite an den Privatsektor bleibt weiterhin schwach. Die jährlichen Zuwachsraten für Kredite an Haushalte blieben bei 0,3% im April, im Wesentlichen unverändert seit Jahreswende. Das jährliche negative Wachstum der Kredite an Nichtfinanzunternehmen stieg von minus 1,3% im März auf minus 1,9% im April. Diese Entwicklung ist vor allem zurückzuführen auf Nettorückzahlungen von kurzfristigen Krediten, die zu einer reduzierten Nachfrage nach Umlaufkapital und Betriebskapital führt angesichts der schwachen Auftragslage im Frühjahr. Ganz allgemein ist von einer schwächeren Kreditdynamik die Rede und von einem erhöhten Kreditrisiko und den anhaltenden Anpassungen der Bilanzen auf dem finanziellen und nicht finanziellen Bereich. Um die adäquate Übertragung der Geldpolitik auf die Finanzbedingungen in Euro-Ländern zu gewährleisten, muss die Aufsplitterung der Euro-Kreditmärkte weiter abnehmen und die Widerstandsfähigkeit der Banken gestärkt werden, da wo notwendig. Fortschritte wurden seit letztem Sommer gemacht bei der Verbesserung der Finanzierungssituation der Banken, der Stärkung der Inlandseinlagenbasis in den gestressten Ländern und verlässt sich weniger auf das Eurosystem, wie die Rückzahlungen der 3-Jahres-LTRO beweisen. Weitere entscheidende Schritte für die Gründung der Bankenunion werden uns diesem Ziel näher bringen. Der EZB-Rat betont, dass der künftige gemeinsame Aufsichtsmechanismus und ein gemeinsamer Abwicklungsmechanismus grundlegend sind, um die Reintegration des Bankensystems weiter voranzutreiben und dass alles so zügig durchgeführt werden sollte. Zusammenfassung: Die Wirtschaftsanalyse zeigt, dass die Preisentwicklung mittelfristig in Einklang bringen sollte mit der Preisstabilität. Ein Abgleich der einzelnen Signale bestätigt dieses Bild. Was die Haushaltskonsolidierung und die Strukturreformen angeht, begrüßt der EZB-Rat die Fortschritte, die gemacht wurden, und ermutigt die Regierungen, nicht nachzulassen mit ihren Anstrengungen. Es ist wichtig, dass die Länder weiter Anstrengungen durchführen, um die Haushaltsdefizite der Staaten zurückzuführen. Dass der neue europäische Governance-Rahmen für Haushalts- und Wirtschaftspolitik sollte sich verstetigen. Diesbezüglich betrachtet es der EZB-Rat als wichtig, dass Entscheidungen des Europäischen Rates den Zeitrahmen für Korrektur über große Haushaltsdefizite zu strecken nur in Ausnahmefällen gewährt werden sollte. Gleichzeitig besteht die Notwendigkeit, da wo erforderlich, Recht zu setzen oder auf andere Weise Strukturreformen zügig über die Bühne zu bringen. Strukturelle Reformen sollten insbesondere auf Wettbewerbsfähigkeit und Anpassungskapazitäten abzielen, auf dem Arbeitsmarkt und auf den Produktmärkten, um damit der Beschäftigungslage zu helfen, das in einem Umfeld von unannehmbar hoher Arbeitslosigkeit, vor allem bei den jungen Menschen in vielen Ländern. Gleichzeitig handeln im Haushaltsbereich und im strukturellen Bereich sollte die Haushaltsnachhaltigkeit verstärken und das Wirtschaftswachstumspotenzial fördern und damit nachhaltige Arbeitsplätze schaffen. Ich danke Ihnen. Alessandro Merli, Sole 24 Ore. Sie haben wiederholt von der Notwendigkeit gesprochen, kleinen und mittleren Unternehmen, also KMUs, mehr Kredite zur Verfügung zu stellen. Und bei der letzten Pressekonferenz in Bratislava haben Sie auch von der Möglichkeit gesprochen, etwas zu tun, um die ABS-Märkte und die Märkte für Verbriefungen wieder neu in Schwung zu bringen. Können Sie uns sagen, was in diesem Zusammenhang schon geschehen ist? Sind Sie weiterhin so ehrgeizig? Ich glaube, der Vizepräsident hat in einer Ansprache gesagt, dass die Erwartungen vielleicht ein bisschen zu hoch waren in diesem Zusammenhang. Zweite Frage.
im Zusammenhang mit den Zinsen. Haben Sie über die Möglichkeit gesprochen, die Zinsen noch einmal zu senken? Und war Ihre Entscheidung in diesem Zusammenhang einstimmig? Antwort. Wir hatten eine lange und ausführliche Diskussion der verschiedenen Nicht-Standard-Maßnahmen, die verwendet werden könnten, um die Übertragungskanäle der Geldpolitik wiederherzustellen. In diesem Zusammenhang haben wir auch gesprochen über ABS, über Weltruss, über die Verbesserung des Rahmens für die zusätzlichen Kreditforderungen, die ACCs. Wir haben unsere Politik über Sicherheiten besprochen und diese Diskussion wird sicherlich weiter fortgesetzt werden. Alle, oder sagen wir, die meisten dieser Maßnahmen beschäftigen sich mit der Finanzierung. Das ist das Wichtigste. Außerdem gibt es einige Maßnahmen, die leichter umzusetzen sind und die auch klarer sind, was ihre Folgen betrifft. So wissen wir zum Beispiel über die Weltruss-Maßnahmen, welche Folgen sie nach sich ziehen. Andere Maßnahmen, und ich darf Sie nur daran erinnern, dass wir ja auch gesprochen haben über die Möglichkeit von negativen Zinsen für Einlagefazilitäten. Und auch darüber haben wir gesprochen. Wir sind also jetzt technisch bereit, auch dafür. Wir sehen, und das sagte ich ja wiederholt bei anderen Gelegenheiten, dass es einige unbeabsichtigte Folgen gibt. Und zum augenblicklichen Stand der Dinge sehen wir nicht, dass es notwendig wäre, hier etwas zu tun. Aber das sind Maßnahmen, die wir jederzeit aus der Schublade ziehen können. Die Frage der ABS ist allerdings komplizierter als die anderen Maßnahmen. Denn man muss hier davon ausgehen, und ich glaube, das habe ich ja in der Vergangenheit schon gesagt, dass es diese ABS-Märkte seit vielen Jahren schon gibt. Und dass sie aus verschiedenen Gründen seit vielen Jahren mehr oder weniger tot waren. Einige dieser Gründe hängen damit zusammen, dass die ABS während der Krise und schon vor der Krise Probleme hervorgerufen haben. Andere Gründe hängen zusammen mit dem Kapital, der Liquidität und den Kapitalverordnungen und dem Kapitalverordnungsrahmen für diese ABS. Wenn man das analysiert und dann Rückschau hält und dann sieht, dass wir ja hier um spezifische ABS für KMU-Kredite geht. Vor der Krise waren diese ABS für KMU-Kredite auch sehr, sehr klein. Das war vielleicht die kleinste Komponente im ABS-Gesamtrahmen überhaupt. Warum? Weil es enorm schwierig ist, KMU-Kredite in ABS sozusagen zu erheben und das dann richtig preislich zu gestalten, damit das genauso wie andere Produkte eben auch entsprechend angeboten werden kann. Es gibt da sehr viel standardisiertere Programme. Aber es gibt eine Taskforce, die weiterarbeitet, gemeinsam mit der AIB, der EIB und wenn, also der Europäischen Investmentbank, und wenn da etwas zustande kommt, dann wird das besichert werden, wird garantiert werden von anderen Institutionen und wir würden das dann sicher als Sicherheiten annehmen. Aber das ist nicht kurzfristig eine Lösung. Dazu braucht es einen langen Zeitraum von Vorbereitung und von Arbeit, zunächst einmal um die gesamte ABS-Szene wieder funktionsfähig zu machen. Wir haben da eben die verschiedenen Probleme, die wir haben, ganz besonders im Zusammenhang mit dem Verordnungswesen für diese Art von ABS. Also jedenfalls ist das eine mittel- bis langfristige Möglichkeit, nicht kurzfristig. Zu Ihrer zweiten Frage. Letztes Mal haben wir gesagt, dass der EZB-Rat sich alle neu zur Verfügung stehenden Daten ansehen würde, alle Entwicklungen genauestens im Auge behalten würde und wir bereit sind, auch weiterhin hier tätig zu werden. Wir hatten eine sehr volle und sehr reichhaltige Diskussion über diese neuen Daten, die seit letztem Mal nun zur Verfügung stehen. Wir haben uns unterhalten über alle Änderungen, die hier vorgefallen sind. Einige sind zum Bessern, gewisse Untersuchungsdaten sind besser als ausgefallen. Im Mai hatten wir eine Blitzschätzung für die Inflationsrate, die eben besser ausfällt. Andere Daten, wie zum Beispiel die Daten zu den Kreditentwicklungen, sind nicht so gut. Aber im Großen und Ganzen war sich der EZB-Rat einig, dass die Richtung sich nicht geändert hat. Jedenfalls nicht so, dass man jetzt in diesem Zusammenhang tätig werden muss. Das gesagt habe, möchte ich nur wiederholen, was ich letztes Mal schon gesagt habe. Wir werden alles ganz genau im Auge behalten, alle neuen Entwicklungen, alle neuen Daten und wir können jederzeit tätig werden. Brian Blackstone vom Wall Street Journal. Sie haben gesagt, dass die verschiedenen Instrumente sozusagen in der Schublade bereit liegen.
führt das zu einer erhöhten Volatilität in den Finanzmärkten. Nicht nur, dass die EZB den Leuten diese Dinge vorstellt und sich dann überlegt, was die verschiedenen anderen Akteure dazu sagen könnten. Und es scheint, dass die Zentralbanken inzwischen zu einem Faktor der Volatilität in den Finanzmärkten geworden sind. Was macht die EZB und was kann sie tun, um das zu verringern? Zweite Frage, Arbeitslosigkeit. Sie haben noch einmal gesagt, dass sie enorm hoch ist, viel zu hoch. Sehen Sie irgendetwas in den letzten 12 bis 18 Monaten, da Sie darüber... Wir gehen mal ganz kurz raus aus dieser Pressekonferenz bzw. der Frage-Antwort-Runde. Es hat sich nämlich etwas getan in Frankfurt. Diese Ruhe, diese trügerische Ruhe ist vorbei. Der DAX zieht sich kräftigst zurück und der Euro springt ebenso kräftig an, Andreas Scholz. Warum hat Mario Draghi sofort in seiner ersten Antwort ohne Not gesagt, jawohl, wir haben das Thema mit den negativen Zinsen in der Schublade, wir sind technisch bereit, wir müssen da nur reingreifen? Ja gut, er hat ja in dem Moment aufgezählt, welche Möglichkeiten es gibt an sogenannten Nicht-Standard-Maßnahmen, diese Non-Standard-Measures, nach denen wurde er gefragt. Dazu gehört quasi ja auch der negative Einlagesatz. Das ist ja dann nicht mehr klassische Geldpolitik, das wäre Neuland. Er hat ja dann auch von den ABS-Möglichkeiten gesprochen, von den ELTROs und so weiter. Und er sagt, da haben wir auch die Möglichkeit, den Einlagesatz negativ zu machen. Wir wissen um die Schwierigkeiten, aber die Möglichkeit besteht. Wir haben das gegengerechnet. Wir sind darauf vorbereitet, aber, und jetzt kommt der Nachsatz, wir haben festgestellt, im Moment ist ein solcher Schritt nicht notwendig. Wir sehen im Moment nicht die Notwendigkeit. Also technisch im Hintergrund scheint alles vorbereitet zu sein, aber er sieht nicht die Notwendigkeit, diesen Schritt zu tun. Und weil er die nicht sieht, geht der Euro rauf. Wir sind bei 1,3158, 1,3160. Also im Moment, dann kam noch der Nachsatz, im Großen und Ganzen sind wir uns einig, die Datenlage ist sehr volatil, sie hat sich aber nicht groß verändert. Deswegen im Großen und Ganzen einig, erklärt noch nicht, ob es Gegenstimmen gab. Vielleicht gab es ja Gegenstimmen. Es heißt also im Umkehrschluss, ich würde sagen, da gab es ein paar, die gesagt haben, ich hätte gerne noch mal eine Zinssenkung auch heute. Aber im Großen und Ganzen war der Rat einig, nichts zu tun, die Zinsen da zu belassen, wo sie sind. Also Hauptzins, Tendersatz 0,5, Einlagesatz bei 0. Im Moment keine Notwendigkeit mehr zu tun. Und er klang auch im Wording, Andreas, nicht viel negativer, muss ich sagen. Es war die Rede dann von der Erholung im weiteren Jahresverlauf und so weiter und so fort. Zwar langsam, aber es wird alles besser. Also Dramatik war da nicht drin. Und weil da wenig Dramatik drin war oder nicht noch mehr Dramatik, würde ich sagen, geht der Euro fester und geht der Aktienmarkt ein bisschen schwächer, weil natürlich hier sich viele fragen, ja, was ist denn nun mit der Droge Geld? Er klingt vielleicht doch ein bisschen relaxter, als wir das wollten. Es sieht nicht danach aus, dass die EZB jetzt viel tun wird oder noch mehr tun wird. Er sagt auch, das sind alles mittel- und langfristige Prozesse, gerade in diesem unkonventionellen Bereich. Das werden wir alles prüfen, aber nicht von heute auf morgen entscheiden. Also insgesamt mein Zwischenfazit, keine Panik, zwar auch noch keine Entwarnung. Man scheint im Moment ganz zufrieden zu sein. Und das mag ein bisschen auf die Stimmung drücken beim Aktienmarkt. Und das hilft im Moment dem Euro. Deswegen geht der Dollar ein bisschen schwächer. Und der Euro springt jetzt hier über die 1,3150. Das ist schon eine ganz enorme Bewegung, die wir da im Moment sehen, Andreas. Wir machen das ja ganz gerne. Die Welt tut das auch in dieser Situation, jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Hat mir auch schon angekündigt. Ich habe mir mitgezählt. Einmal nur hat er gesagt, wir müssen das Ganze aufmerksam verfolgen. Früher hat man immer gezählt, wie oft kommt dieses aufmerksam vor. Und je öfter es kam, umso dramatischer war das. Also insofern gehe ich d'accord. Wir erleben einen relativ entspannten Mario Draghi an dieser Stelle. Ja, und wir können noch mal ganz kurz auf die Preise eingehen. Also Inflation ist wirklich kein Thema. Da könnte er eigentlich mehr tun, aber muss es im Moment nicht machen. Die Preise hat man ein bisschen runtergenommen. Also die Preisprojektion für dieses Jahr von 1,6 auf 1,4. Das ist genau das Niveau, was wir im Mai auch hatten mit 1,4. Im nächsten Jahr aber 1,3. Wachstum hat man leicht runtergenommen. Das ist so vom Markt erwartet worden. Von minus 0,5 im Schnitt auf minus 0,6 für dieses Jahr. Fürs nächste Jahr das Wachstum leicht angehoben. Sogar von 1 auf 1,1%. Also das ist jetzt nicht riesig.
natürlich die Wachstumserwartung, aber es fehlt hier, wie gesagt, an der Dramatik ins Negative. Also insofern ist er da relativ behutsam in der Wortwahl und wenig verändert zu der Wortwahl vor 4 Wochen in Bratislava. Also da fehlt uns jetzt hier die verbale Munition, um anzunehmen, da passiert jetzt in 4 Wochen eine Zinssenkung. Das sehe ich im Moment nicht. Da müsste sich die Datenlage noch mal enorm verschlechtern. Die ist sehr volatil. Diese Stimmungsindikatoren, die schwanken hin und her von Monat zu Monat. Das ist so in einer Wellblechkonjunktur, in der wir uns da im Moment befinden. Das weiß auch die EZB. Aber es müsste schon alles viel deutlich schlechter werden, damit dieses Thema negativer Einlagesatz wirklich noch mal aus dieser Schublade rausgenommen wird. Das war ein ganz schönes Bild. Das Ding ist im Moment vorbereitet. Das liegt in der Schublade drin. Vielleicht will der eine oder andere Südländer ran an diese Schublade. Aber die meisten im Rat sagen, nee, also das Ding lassen wir mal drin. Da müsste sich das Bild schon kräftig verschlechtern, Andreas. Da sind sie also wieder, diese Folterwerkzeuge, die man der Welt mal ganz gerne zeigen kann an dieser Stelle. Gut, Andreas, erste Einschätzungen. Ich denke, ich höre weiter rein. Es ist angekommen. Wir hören es noch gemeinsam rein in die Frage-Antwort-Runde. Das scheint sich ja hochinteressant zu entwickeln. Also jetzt zurück in die Pressekonferenz bzw. in die Frage-Antwort-Runde in den Eurotower nach Frankfurt. Anschließend gehen wir dann an die Börse nach Frankfurt. Einheitlicher Abwicklungsmechanismus zu dem Zeitpunkt, zu dem der einheitliche Bankenaufsichtsrahmen stehen wird. Diesen einheitlichen Abwicklungsmechanismus einzurichten, naja, da gibt es natürlich unterschiedliche Ansichten darüber, wie die richtige Hierarchie aussieht, wo die Präferenzen liegen sollten. Sie wissen ja, dass es da unterschiedliche Ansichten gibt. Aber wir vertrauen doch relativ sicher darauf, dass das im Laufe der Zeit sich auflösen wird. Etwas anderes ist die Frage, dass es dann eine einheitliche Abwicklungsbehörde geben soll und ob das nur möglich ist mit einer Änderung des Vertrags. Der einheitliche Abwicklungsmechanismus wäre sicherlich schon ein großer Fortschritt und würde der einheitlichen Bankenaufsicht helfen, ihre Aufgabe zu übernehmen und dann gut zu spielen. Joaquin Lacruz von Les Echos. Vielleicht wiederhole ich die erste Frage zur Entscheidung von heute. War das eine einstimmige Entscheidung? Ich habe da kein Ja oder Nein gehört. Und gab es vielleicht manche Mitglieder, die einen weiteren Zinsschritt gefordert haben oder auch nicht? Das wäre meine erste Frage. Die EZB ist ja jetzt 15 Jahre alt und was wir jetzt in der Presse sehen, sind sehr unterschiedliche Ansichten von den verschiedenen Direktoriumsmitgliedern, was man tun soll. Sie haben schon gesagt, dass es schwierig ist, zu gewissen Themen etwas zu tun, aber man scheint sich da nicht einig zu sein, zum Beispiel über die Zinsen, über den Ankauf von ABS oder auch nicht, über die negativen Zinsen oder auch nicht und so weiter und so fort. Kommt da ein Zeitpunkt, in dem Ihre Autorität vielleicht ein bisschen wackelt? Der Präsident, zum ersten Punkt, es gab einen Konsens im EZB-Rat, was die Bewertung betrifft, dass die Änderungen nicht ausreichen, um jetzt unmittelbar tätig zu werden. Also es war eher eine Diskussion aufgrund der Analyse, nicht so sehr eine Diskussion über die Entscheidung als solche. Ich glaube, dass man die unterschiedlichen Ansichten zu stark überdramatisiert. Es gibt unterschiedliche Ansichten in allen Zentralbanken. Und in einer Zeit so hoher Unsicherheiten gibt es natürlich verschiedene Ansichten. Das ist klar und das ist auch sehr gut. Aber wir müssen hier unterscheiden. Man kann unterschiedliche Ansichten haben zu gewissen Maßnahmen, aber unterschiedliche Einschätzungen über die anderen Maßnahmen, von denen ich gesprochen habe, also ABS, ELTROS, ACCs, Sicherheiten und so weiter und so fort. Das sind alles Themen, die wir behandeln, über die wir sprechen, wo man sich noch keine endgültige Ansicht gebildet hat, weil ich ja schon gesagt habe, dass das sehr vielschichtige und sehr komplizierte Dinge sind.
Wir müssen sie also sehr genau analysieren und untersuchen. Und wenn man analysiert und untersucht, dann hat man natürlich unterschiedliche Ansichten und man kann absolut während der Diskussion seine eigene Ansicht auch ändern. Also die Überdramatisierung ist wirklich eine sehr, sehr starke Übertreibung. Es gab zum Beispiel Gerüchte, dass wir ABS verwenden. Und das ist natürlich auch in der Natur der Sache und der Natur eines EZB-Präsidenten, dass er die konkreten Aussagen fast ein bisschen verweigert. Aber im Prinzip muss man jetzt da nur mit einem halben Ohr hinhören, um zu verstehen, nein, diese Entscheidung, die Zinsen jetzt nicht anzufassen, sie dort zu belassen, wo sie sind, sie ist nicht einheitlich und einstimmig gefallen. Klar, wenn Mario Draghi allen Direktoriumsmitgliedern hier eigene Meinung zugesteht. Das ist ganz klar verschlüsselt hier. So, wir gucken noch mal kurz nach Frankfurt auf die DAX-Tafel. Der DAX hatte sich ein bisschen zurückgezogen. Wir sind jetzt kurz nach drei mit 0,06%. Also auf der Nulllinie sind wir, müssen wir nicht lange rumziehen. Wir hatten Bewegung gesehen, einerseits wegen der EZB Entscheidung beziehungsweise der Aussagen hier zu dem Thema negative Zinsen und dass eigentlich die Konjunktur relativ robust dasteht. Gleichzeitig gab es dann aus Amerika die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die sind wie erwartet etwas gesunken, die Erstanträge, also der Arbeitsmarkt dort in einer besseren Verfassung als noch vor 4 Wochen. Wir gehen nochmal nach Frankfurt zu unserem Experten Ulf Kraus. Er ist Devisenexperte von der Helaba. Herr Kraus, jetzt während Mario Draghi gesprochen hatte, die ersten Fragen beantwortet hatte, kam auf einmal Bewegung aufs Parkett. Der DAX geht in die Knie und der Euro, der ist relativ stark geworden. Ungewöhnlich starke Bewegung für Devisen, für den Euro. Wie kommt das? Ja, natürlich an solchen Tagen, wo eine Aussagen gefällt werden, die dann auch den Markt bewegen können, dann gibt es natürlich Volatilität. Und es war auch ganz interessant, eine Frage ging ja bezüglich des Einflusses der EZB auf eine möglicherweise größere Schwankungsanfälligkeit der Finanzmärkte, ob das auch im Sinne des Erfinders ist, ob sich die EZB, und das war so hinterschwellig natürlich die Frage, nicht ein bisschen zurückhalten sollte. Ich finde, Mario Draghi hat es heute eigentlich relativ geschickt gemacht. Er hat nichts viel Neues von sich gegeben. Und wir werden letztendlich diesen Tag hier trotz aller Bewegung doch als Erfolg in dem Sinne für die EZB verbuchen können, dass nichts angebrannt ist, dass eben hier keine großen Bewegungen entstanden ist, dass eben die Kritik, dass die EZB zur Volatilität beiträgt, heute vielleicht nicht ziehen kann. Und wenn man sich auch die Rentenmärkte anschaut, auch hier gab es ja im Grunde seit der Zinssenkung der letzten Zinssenkung doch eine starke Bewegung bei uns. Die Renditen sind angestiegen. Also man fragt sich immer, wie sollte sich die EZB verhalten? Und vor allem war es, ich glaube, heute wichtig, dass sie eben nicht viel Bewegung verursacht hat, sondern den Ball eher flach gehalten hat. Die Kurstafeln sehen eher ein bisschen Volatilität in einem nervösen Marktumfeld ohne jetzt große Relevanz, wenn ich das verstehe. Die EZB bewegt sich ja auch in diesem Minenfeld. Da gibt es die Aktienkurse, die Aktienmärkte, es gibt die Devisenmärkte, es gibt, Sie haben es angesprochen, die Anleihenmärkte. Jetzt hat Mario Draghi, so habe ich es zumindest verstanden, der Peripherie oder auch der Eurozone insgesamt ein ganz gutes Zeugnis ausgestellt in den Reformbemühungen. Das klang anders als bei den letzten Pressekonferenzen. Ja, diese Strukturreformen kommen irgendwo auf den Weg, es tut sich was. Bitte jetzt auf keinen Fall nachlassen. Also das klingt so in der Schule, würde ich jetzt sagen, wie Note 3. Sehen Sie es ähnlich und auch die entsprechenden Reaktionen vielleicht schon am Anleihenmarkt, wenn man die schon beobachten kann? Ja, wir müssen beachten, dass darauf hat er ja auch hingewiesen, dass die Stimmungsindikatoren bei den Unternehmen und bei den Verbrauchern sich zuletzt verbessert haben. Zwar nicht besonders kräftig, aber immerhin haben wir hier eine Bodenbildung. Es geht so langsam nach oben und natürlich liegt es auf der Hand, das auch zu sagen, das liegt jetzt auch an den Maßnahmen, die getroffen wurden, an den Anstrengungen, die gemacht worden ist, von den Menschen auch. Hier sind wir auf dem richtigen Wege. Es zeigt sich so langsam, kommen wir aus diesem Stimmungstal heraus. Und hier versucht er natürlich ganz bewusst auch ein bisschen diese positive Stimmung weiter zu tragen. Denn das ist letztendlich für die EZB das Entscheidende, dass wir aus diesem Stimmungstal herauskommen, dass wieder Optimismus auch bei den Menschen da ist, dass man wieder eine Perspektive hat für die Währungsunion. Und dann hat die EZB natürlich auch einen leichteren Job und kann sozusagen auch als erfolgreich dann letztendlich ihre Geschichte zu Ende bringen.
Hat sich die Stimmung jetzt eigentlich schon so weit gedreht, dass man sie als optimistisch bezeichnen könnte oder vielleicht vorsichtig optimistisch? Ja, also es ist ja so, der Markt denkt ja immer in Differenzen. Und wir haben ja eine Verbesserung gesehen, auch zum Beispiel in Spanien, die jetzt doch erstaunlich war bei den Einkaufsmanager-Indizes. Und das ist eben das, worauf man hofft, worauf jetzt auch die EZB geschaut hat. Und sicherlich war jetzt eine Zinssenkung, stand jetzt nicht direkt auf der Agenda. Das kam auch durch das, was Herr Draghi gesagt hat, hervor. Man wollte die Daten analysieren, man wollte nicht gleich wieder die Zinsen senken. Und diese Datenanalyse ist zwar zwiespältig aufgefallen, aber dieser Hoffnungspunkt, dass jetzt doch die Stimmung nicht mehr weiter sich verschlechtert, sondern eher ein bisschen besser wird, darauf setzt, glaube ich, auch die EZB. Und das ist eben die große Hoffnung, dass wir hier aus diesem Tal herauskommen. Vielleicht noch eine Frage zur ersten Frage, die jetzt in der Pressekonferenz gleich gestellt worden ist, nämlich die Frage nach den ungewöhnlichen Maßnahmen, also nach den Nichtstandardmaßnahmen. Hat Sie das so ein bisschen überrascht, dass die Herren, also in dem Fall der Herr Journalistenkollege hier sofort nach den weiteren Möglichkeiten gefragt hat, inwiefern die jetzt diskutiert worden waren? Ja, das Spektrum hat sich erweitert, auch für die Journalisten, die jetzt ihre Fragen stellen können. Es geht jetzt nicht mehr darum, wo geht der Zins hin, sondern was macht die EZB, was kann sie noch aus dem Köcher ziehen, wie kann sie Bewegung reinbringen. Man kann darüber streiten, ob das jetzt eine positive oder negative Entwicklung ist, aber es zeigt natürlich schon, dass sich die Schwerpunkte auch verlagert haben. Wir sind beim Zins quasi bei 0% schon fast angekommen. Da ist man natürlich hat man nicht mehr große Spielräume und man sucht eben andere Felder, in denen man noch was bewegen kann. Aber es zeigt dann auch natürlich auch diese Ratlosigkeit, die herrscht. Wo soll man da ansetzen und welche Folgen muss man möglicherweise in Kauf nehmen, wenn man eben diese außerordentlichen Maßnahmen noch vorantreibt? Hier ist es so eine Art eine Grauzone auch, die man nicht genau fragen kann. Und natürlich wundert es deswegen auch nicht, dass hier die erste Frage genau zu diesem Bereich gekommen ist. Ulf Kraus, Rentenmarktstratege von der Helaber. Danke, dass Sie Zeit sich genommen haben, uns aus börsianer Sicht dieses Thema hier für uns zu analysieren. Bitte. Es läuft die Pressekonferenz zur EZB-Zinsentscheidung. Es bleibt alles so, wie es ist. Aber wie so oft, der Teufel liegt im Detail. Wir hören ganz genau hin. Auch wie Mario Draghi versucht, die Fragen der Journalisten und Journalistinnen zu beantworten oder eben auch nicht zu beantworten. Oft liegt ja auch da so ein bisschen der Charme da drin. Andreas Scholz, unser Chefreporter in Frankfurt, du hast jetzt diese Frage-Antwort-Runde in den letzten 15 Minuten für uns nochmal verfolgt. Was waren da die Top-Themen, die abgefragt worden sind? Und vor allen Dingen, was waren die Antworten von Mario Draghi? Ja, also man war ein bisschen unzufrieden, was die eine Antwort anbelangte auf die Frage, fiel die Entscheidung heute einstimmig oder nicht einstimmig. Er hat ja in der ersten Fassung geantwortet, im Großen und Ganzen waren wir uns einig. Dann hat der Kollege noch mal nachgefragt mit dem Kommentar, seine Frage wurde nicht richtig beantwortet. Die Antwort dann des Präsidenten, Teil 2 oder zweiter Versuch war, wir haben heute im Konsens eine Analyse getroffen oder auf Basis der Analyse uns im Konsens verhalten. Also es war quasi heute gar nicht eine Frage auf dem Tisch, sollen wir senken oder sollen wir nicht senken. Soweit kam man in der Diskussion offensichtlich gar nicht, Draghi. Insofern musste er gar nicht sagen, ob das einstimmig war oder nicht einstimmig. Insgesamt war man heute im Konsens und kam wahrscheinlich gar nicht so scharf an eine bestimmte Entscheidungsfrage heran. Zeigt uns natürlich auch, Andreas, dass wirklich das Thema nochmalige Zinssenkung ein bisschen weiter weg war. Im Moment sieht man das nicht als akut an. Dann in den letzten 10 Minuten oder 5,5 Minuten ging es um das Thema OMT. Und er hat sich nochmal kräftig auf beide Schultern geklopft, hat gesagt, OMT, wo wir noch keinen Cent ausgegeben haben. Das Programm steht ja quasi im Schaukasten. Das ist und das war ein Riesenerfolg. Er hat wieder angefangen aufzuzählen, was alles im Moment besser ist. Also, die Aktienmärkte sind kräftig gestiegen. Nicht nur die in Deutschland, nicht nur die in Europa, sondern sogar die in den Vereinigten Staaten.
dank Super Mario. Die Vola ist runtergegangen. Ja? Also auch das ein Effekt. Die Risiken sind insgesamt gesunken. Ganz wichtig, so Draghi, die Tage-2-Salden sind auch gesunken. Die sind jetzt, so Draghi, wieder auf dem Vorkrisenniveau, also vor 2011. Und das alles dank dieser drei Buchstaben, dank OMT. Hintergrund war natürlich der Punkt, dass Karlsruhe, das Bundesverfassungsgericht, am 11.12. Juni das Thema OMT verhandeln wird, also die Rechtmäßigkeit verhandeln wird. Die Botschaft von Draghi lautete, er bittet um eine faire Behandlung von OMT und ist zuversichtlich, dass es hier keinen Querschuss quasi aus Karlsruhe geben wird. Das ist die Zusammenfassung der letzten 5 bis 10 Minuten. Andreas Scholz, unser Chefreporter, immer mit einem Ohr und mindestens einem Auge bei der Pressekonferenz dabei. Dankeschön, bis gleich. Wir gehen nämlich ein paar Meter weiter in den Börsensaal zu Mick Knauf, unserem Korrespondenten. Mick, du hast natürlich auch die DAX-Tafel hier im Auge und da tut sich einiges. Fassen Sie doch mal ganz kurz zusammen, was ist passiert ist seit der Pressekonferenz. Ja, man muss sagen, der Markt geht dann jetzt doch runter, Andreas. Man sieht es relativ deutlich hinter mir. Wir haben ja dann noch bis halt eben zur Entscheidung und mit der Entscheidung, das war ja so 13.45 Uhr um den Rahmen von 8.220 gelegen. Die Entscheidung selber hat halt eben die Märkte wohl auch nicht unbedingt verunsichert. Man hatte wohl vielfach auch auf der einen Seite damit gerechnet, dass heute nichts passiert, dass es eigentlich ein Non-Event werden würde, dass der Leitzins nicht gesenkt wird. Gut, das war das eine Lager, die sind natürlich ganz klar heute bestärkt worden. Die anderen waren schon der Meinung, dass hier nochmal der Leitzins verändert wird von 0,5% weiter runter. Das ist de facto nicht passiert. Aber dann kam ja 14.30 die Pressekonferenz mit Mario Draghi. Und letztlich, was hat er denn großartig gesagt? Er hat gesagt, ich habe genügend Instrumente in der Schublade liegen und da bleiben die auch liegen. Man sagt sich, man wird die zur Zeit dann nutzen, wenn sie halt eben eingesetzt werden müssen. Aber sicherlich nicht vorschnell. Und wieso sollte er gerade jetzt und das zweimal hintereinander dann den Leitzins nach unten verändern. Aber wir sehen eine relativ heftige Reaktion darauf. Ja, heftig ist gut, 8.176 Punkte. Also wir verlieren 20 Punkte, aber gehen halt eben dann doch unter die Marke von 8.200. Vielleicht auch bedingt dadurch, dass halt eben all diejenigen, die daran geglaubt haben, dass sich hier eine Leitzinsänderung auftut, dann doch enttäuscht worden sind. Und jetzt will man zuerst einmal natürlich ganz klar und muss man auch abwarten, wie es dann mit der Liquidität weitergeht. Das ist ja auch ein großes Thema in den Vereinigten Staaten. Wird man doch weiterhin Anleihen zukaufen, aktuell ja im Rahmen von 85 Milliarden Dollar monatlich. Aber da will man ja auch das Volumen verändern. Da geht es ja morgen nochmal um den großen Arbeitsmarktbericht. Und für uns in Europa geht es ja auch um die Volumina, hat ja gerade der Kollege Scholz dementsprechend auch ganz klar dargestellt. Also jetzt muss man abwarten, wie halt eben die EZB weiterarbeitet. Ich meine, so schlimm sieht er ja momentan die Zustände nicht im Euroland. Klar, dass dementsprechend in Italien, Spanien vielleicht dann doch noch die mittelständischen Unternehmen die Kredite viel zu hoch, viel zu teuer verzinst bekommen. Das mag eine Geschichte sein. Aber man muss natürlich auch letztlich immer wieder auf das Gesamtbild schauen, auf das Gesamtbild auch bei der Liquidität. Und da scheint man sich momentan von EZB-Seiten aus eher weniger Sorgen zu machen. Also schauen wir mal, wie der Markt jetzt weiterläuft. 8.166, 8.163. Also wir verlieren jetzt schon 30, 33 Pünktchen. Aber ich denke, wir haben ja gleich dann auch dementsprechend in den Vereinigten Staaten die Opening Bell. Da werden wir auch live mit dabei sein. Ja, da kommt ja auch noch ein bisschen was auf uns zu, die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die wir dementsprechend abarbeiten werden. Also von daher zuerst einmal abwarten, was dann heute Nachmittag noch auf uns zukommt. Die Leitzinsentscheidung der EZB. Ich sage Dankeschön an die geschätzten Kollegen Mick Knauf in Frankfurt im Börsensaal, an Andreas Scholz, unseren Chefreporter in unserem Frankfurter Studio. Alles bleibt, wie es ist. Und wir haben auch die Mittel und Werkzeuge, um hier unpopuläre Maßnahmen zu ergreifen. Die bleiben auch, wo sie sind, nämlich in der Schublade. Dankeschön nach Frankfurt und Dankeschön, meine Damen und Herren, fürs Zuschauen. Die nächste EZB-Sondersendung, richtig, in 4 Wochen. Jetzt aber erstmal geht's weiter mit der Opening Bell. Caroline Oltersdorf begrüßt sich hier gemeinsam mit unserem USA-Korrespondenten Manuel Koch und mit einem Arbeitsmarkt, der sich etwas besser geschlagen hat als gedacht. Einen schönen Nachmittag.